Ja, hallo und herzlich willkommen in Dannys Garten. Ja. Was ist das? Ich schaue mir das näher an. Bleib dran. Was das für ein Frosch ist, weiß ich nicht, aber der will hoch hinaus. Das ist ein komischer Frosch, Schatz. Komm, bevor der verschwindet. Meine Mietze hat auch ein Auge auf den Laubfrosch geworfen. Und ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Die tut ihm ja eh nichts. So gesehen vom Fressen her tut sie ihn ja nicht. Aber spielen, bis das Tierchen tot ist. Vielleicht können wir die Katze da weglocken. Na komm, Lina. Komm, Schatzi. Komm mit, Schatzi. Komm, Schatzi. Ja, komm, gib's Fressi. Komm, Katzi. Lass sie. Sie kommt selber runter. Komm, Schatzi, wir gehen essen. Komm. Komm mit sie. Ja, wenn die nicht im Weg stünden. Kommst du, Katzi? Ja, komm, lass den Laubfrosch. Komm, Katze, wir gehen essen. Ja, braves Mädchen bist du. Komm, wir gehen essen. Komm, Nina. Es wird langsam. Aber irgendwas stimmt da nicht. Ja. Schaut nicht gut aus. Das auch nicht. Ich schaue ja jeden Tag her. Oh, da ist eine große Tomate. Ne, das sind mehrere. Die werden auch langsam rot. Wobei die hier könnte schon reif sein. Ne, noch nicht. Lass ich noch ein bisschen. Tja, die ersten drei Tomaten sind nicht gut. Die hier schauen schon etwas besser aus. Woran das liegt, weiß ich nicht. Die schauen gut aus. Abwarten und schauen. Da warte ich auch schon seit längerem, dass da was reif wird. Bin schon gespannt, wie die schmecken. Ich bin aber schon neugierig, wie die wohl schmecken. Ich nehme mir die hier. Wobei die schaut recht grün aus. Die lasse ich noch. Welche soll ich mir nehmen zum Probieren? Welche Tomate sollte ich nehmen zum Probieren? Und so sehen, ob die schon reif sind. Ach, oh, okay. Das sind wohl keine Freilandtomaten. Die werden wohl nichts. Mal schauen, wie es ist. Ich nehme aber, die nehme ich mit zum Haus. Die schaue ich mir genau an. So, die erste Tomate hat so einen Fleck. Das geht aber bis drinnen. Mal schauen. Reif wäre die. Ja, die sind reif, aber was ist das? Da ist schon mehr. Schau mal die hier. Schaut gut aus. Aber da ist die halbe Tomate weg. Da ist schon mehr kaputt. Also die will ich nicht kosten, aber die zwei Stück gehen noch. Was die hat, weiß ich nicht. Wenn jemand weiß, was das bei einer Pflanze verursacht, bei einer Tomatenpflanze, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich würde es gerne wissen. Herrlich. Einfach nur herrlich zu sehen, wie die im Schatten liegen und chillen. Es ist aber auch schon sehr, sehr heiß. Morgendlicher Rundgang. Der eine Zwetschgenbaum ist auch abgebrochen. Heuer gibt es wirklich viele Zwetschgen, viel Obst. Kommt vor. Da ist mir schon vor ein paar Jahren ein Ast abgebrochen. Ja, der eine hat sich drüben in den Birnenbaum angelehnt. Mal schauen, ob ich das irgendwie. Ja, dieser Ast hier. Und der hier sieht man. Moment. Da sieht man, der ist gebrochen.
Der ist schon vor Jahren gebrochen hier. Aber ja, kann man nicht machen. Das kann man nicht ändern. Es sind heuer viele Zwetschgen, es ist viel Obst. Die Bäume brechen einem wirklich direkt vor den Augen. Man kann sehen, wie die Bäume abbrechen. Und wieder ein paar Bohnen ernten. Jeden Tag so ein bisschen was. Denn irgendwann einmal ist aus. Alle auf einmal geht nicht, sind ja nicht alle reif. Aber jeden Tag ein bisschen was oder alle zwei, drei Tage mal was ernten. Dann habe ich auch für den Winter was zu essen. Meine Ernte. Nicht die schwarze Katze. Das hier. Das ist die zweite Partie. Und es gibt noch einiges zu holen. Das bleibt aber noch. Jetzt gebe ich dem Feld drei Tage Zeit, bis ich das nächste Mal ernten gehe. Aber das muss jetzt mal gepopelt und zum Trocknen gegeben. Da kam ein Kommentar. Ich bin ein Großstadtpflanzerl. Mag schon sein. Aber ich versuche mit ganz gewöhnlichen Mitteln und Geräten Holz zu spalten, meine Kartoffeln anzuhäufen. Es ist eine schwere Arbeit. Ja, ich bin noch jung. Es gibt Leute, die gehen um Mitternacht ins Fitnesscenter und schwitzen sich dort ab. Wo ist da der Unterschied? Außer, dass ich nichts dafür zahle. Ich heize, ich spalte, damit ich heizen kann. Ich sehe da kein Problem. Ist aber, sollte aber kein Thema sein. Ich zeige euch, wie ich lebe. Jeder kann leben, wie er möchte. Er kann sich sämtliche Elektrogeräte besorgen, wie er möchte. Die Frage ist nur bei einem Blackout, wenn es da längere Zeit keinen Strom gibt. Was macht man dann? Wie spaltet man dann sein Holz? Oder wie sägt man dann sein Holz? Ich habe auch eine Handsäge. Dauert länger. Aber zur Not kann ich auch mit der Handsäge umgehen. Und mit der Axt. Es soll kein... ist von mir eine Rebellion sein oder was. Aber ich will einfach nur zeigen, was ich machen kann, ohne viel Technik. Sagen wir mal so, ohne viel Technik. Natürlich macht man sich da das Leben einfacher mit bequemen Geräten und Elektrogeräten. Aber ja, ich bin früher mal ins Fitnesscenter gegangen. Und hab dort meine Stunde geschwitzt oder eineinhalb Stunden und wenn ich da für mich Holz spalte, kommt es aufs selbe. Ich will jetzt niemanden zu nahe treten oder auf die Zehen steigen oder wie auch immer. Ich hoffe, ich beleidige niemanden. Ich zeige, was ich mache und wie ich es mache. Das bleibt jedem selber überlassen, wie er das macht. Und ja, ich bin so, wie ich bin. Dann kam auch noch die Frage, wann gieße ich meine Melonen? Ja, wenn ich sehe, dass die Blätter welk werden, ich gebe meinen Pflanzen nicht allzu viel Wasser. Aber wenn ich sehe, ja, jetzt lassen sie schon die Blätter hängen, dann wird gegossen, auch bei den Tomaten. So ziemlich alles auf dem Feld gieße ich so gut wie gar nicht. Nur wenn jetzt wirklich 10 Tage überhaupt nichts runterkommt oder was und die Pflanzen leiden, dann gieße ich mal. Aber auch nicht allzu viel. Ansonsten auf dem Feld habe ich auch keine Möglichkeit zu gießen. So viele Schläuche habe ich nicht. Und solange, dass ich auf dem Feld gieße. Und fürs nächste Jahr habe ich ja sowieso was anderes vor. Also schaue ich, dass ich dieses Jahr irgendwie über die Runden kriege mit dem Gemüse hinten auf dem Feld. Und nächstes Jahr mache ich es hoffentlich besser. Und dann kann ich auch hier beim Haus öfters gießen, mit der Gießkanne laufen, aber hinten aufs Feld. Das tue ich mir nicht mehr an und ich mache dann eine Runde wieder und zeige euch, wie es bei mir auf dem Feld ausschaut. Ja, mit der Monetarisierung habe ich noch nicht so viel Erfahrung, beziehungsweise wir haben das noch nicht. Wir kennen uns da noch nicht aus. Wie viele Werbespots da kommen, das wussten wir ja nicht. Ich habe halt nach bestem Wissen und Gewissen, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Habt Nachsicht, ich bin noch am Anfang, sagen wir mal so, mit diesem ganzen Schnickschnack, Technik. Und das wird sich auch ändern. 1, 2 Werbungen okay, aber ich habe mir das selber auch angeschaut, war ein bisschen anstrengend. Und wird besser werden. Habt Nachsicht mit mir, ich bin noch am Anfang. Ich bin noch sozusagen noch jungfräulich in der Richtung.
So, die Zwetschgen gehen vor sich hin, langsam. Und meine Hübsche folgt mir überall auf Schritt und Tritt. Da haben wir Äpfel und Birnen angefangen zu setzen mit Zwetschgen. Das soll wieder ein gemischter Schnaps werden. Das fängt auch schon langsam an zu gären. Ich bin gespannt, ob ich die zwei Fässer voll kriege. Und ja, zwei Fässer Schnaps brennen heuer im Winter. Das wird wieder aufregend sein. Bin gespannt, wie viele Liter ich rauskriege. Braucht man halt. Man braucht immer wieder mal was. Jemandem was anzubieten. Und hier wird sehr viel Schnaps getrunken, sprich Palinka. Aber das kommt erst alles. Meine Küken verstreut. Und die laufen schon Richtung Melonen. Ja. Es ist so windig. Und ich sehe gerade, da habe ich fast eine reife Paprika, eine rote. Und es gibt auch viele Blüten noch. Da kommt noch was. Tomaten. Och, da gibt es eine reife Tomate. Die könnte ich mir dann nehmen. Ja, das mit dem Feld, mit den Tomaten, da weiß ich nicht richtig, was ich damit machen soll. Das schaut nicht so gut aus. Ich glaube, nächstes Jahr wird es das bei mir nicht mehr geben, auf dem Feld Tomaten setzen. Ich weiß nicht einmal, ob das Feldtomaten sind. Ich habe es einfach mal versucht, weil ich so viele hatte. Mal schauen, was daraus wird. Dann schauen wir mal bei den Schwarzen, ob sich da schon was tut. Ob ich da vielleicht schon die eine oder andere kosten kann. Nee, ist noch grün, tut sich gar nichts. Also das heißt warten. Geduldig sein und warten. Da waren die Vögel schnell. Da auch, ich glaube, ich werde langsam wirklich anfangen, die Sonnenblumen zu ernten. Sie an die Hühner zu verfüttern, notfalls. Denn diese Biester sind wirklich schnell. Und sonst bleibt mir für die Hühner nichts übrig. Und da sehe ich, da sind viele sehr leer. So wie das hier. Das wird auch langsam. Also ich sollte dann langsam anfangen zu ernten. Ich hoffe, dass ich doch was für die Hühner zustande bekomme, dass die Hühner auch was haben. Es ist schlimm, aber ich habe keine andere Wahl. Und so ein Netz drüber zu spannen, dann kommen ja nicht einmal mehr die Bienen hin. Und ich möchte auch nicht, dass sich die Vögel da irgendwo verletzen. Was ist das? Ist das eine Hornisse? Eine Hummel? Nee. Was ist das? Okay, die Bienen kenne ich ja. Aber das ist echt interessant. Gestern Nachmittag und heute ist es extrem windig. Ein frischer Wind. Meine Hühner fühlen sich wohler. Ich hatte täglich 8 Eier. Gestern waren es 9. Ich glaube, den Hühnern geht es besser bei dem Wind. Bei der kühlen Erfrischung. Es war ja auch sehr heiß die letzten paar Tage. Und gestern Nachmittag, also so gegen Mittag, hat es angefangen, ein ordentlicher kühler Wind. Und es ist noch immer sehr windig. Und meine Babys fühlen sich regelrecht wohl bei dem Wind. Und die laufen mir schon nach. Ja, was habt ihr denn, meine Hübschen? Wo lauft ihr denn hin? Hm? Wo lauft ihr denn hin? Meine Mädels. Melonen haben wir schon 2 geerntet. Eines haben wir gegessen. Eines haben wir den Nachbarn geschenkt. Die war sowas von schnell weg. Wir konnten nicht so schnell schauen, wie die Kinder die Wassermelonen weggeputzt haben. Die war ratzefatz weg. Den hat es geschmeckt. Die haben keine gesetzt, warum auch immer. Aber dafür haben sie andere Sachen gesetzt, die sie uns auch ab und zu mal was geben. Oh. Und heute wird auch mal ein Kohlrabi gekostet, geerntet und gekostet. Viel größer werden die ja nicht. Aber es gibt welche dazwischen, die sind ganz klein und die werden wir auch dann wachsen lassen, die kleineren. Ich habe unseren Nachbarn eine Melone gebracht, eine Sugar Baby. Die haben keine gesetzt, warum auch immer, vielleicht vergessen oder keine Ahnung. Wollten sie nicht. Vielleicht ist bei ihnen was nicht geworden. Die letzten paar Jahre haben keine gesetzt. Und wir haben aber welche. Und bevor sie welche kaufen gehen,
habe ich mir gedacht, wir schenken ihnen eine Wassermelone. Einfach nur als kleine Geste, als Dankeschön, dass sie so nett zu uns sind. Er hat mir angeboten Tomaten und Paprika. Habe ich gesagt, nein, danke, davon haben wir selber so viel. Wollte ich nicht. Aber er hat mir Bohnen gegeben. Sind sehr schön. Da sind Buschbohnen. Da habe ich gesagt, ich hätte gerne was fürs, als Saatgut fürs nächste Jahr. Und dann habe ich mir die auch noch genommen. Sind etwas anders. Er sagt, die sind sehr gut. Und die werden bis zu 1,50 Meter groß, so Stangenbohnen. Und da habe ich mir halt Saatgut für das nächste Jahr genommen. Denn ich mag gerne die Mischung. Und schaut auch gut aus, wenn man isst. So pflegt man Freundschaft zwischen den Nachbarn. Ich habe mich einfach nur mit der Melone bedanken wollen, weil sie immer für uns da sind. Auch wenn ich einfach nur mal quatschen möchte. Ich kann zwar kein Ungarisch, aber mit dem Handy geht das. Oder einfach nur um Danke zu sagen. Ja, so ist das hier. Und sie bringen uns ja doch das eine oder das andere vorbei, wenn sie ernten und sehr viel haben und das nicht sofort verarbeiten können. Dann schenken sie uns oft kübelweise Paprikas oder Tomaten. Warum soll ich ihnen nicht mal eine Melone schenken? So viel essen wir doch nicht. Ja, wo seid ihr, meine Babys? Na, kommt her zu Mami. Ja, kommt her. Ja, kommt her, meine Hübschen. Ja, meine Dicke ist als erster da. Ja, leere Hand. Die Mami hat dich jetzt enttäuscht. Jetzt schaust du mich ein bisschen böse an. Du schaust mich ein bisschen böse an, weil ich leere Hand hatte. Ja, meine Hübsche. Was ist denn das? Woher kommt das? Da habt ihr es hier irgendwo geschart und rausgeholt. Jetzt bist du eine ganz Hübsche. Jetzt willst du nicht geschlecht werden? Was bist denn du für eine Diva? Du hast eine Made gefunden. Eine Obstmade. Von den Zwetschgen. Meine Güte, seid ihr schlimm. Meine hübschen Mädels. Meine kleinen Mädels. Och, der eine muss den Ballast abwerfen. Ja, wo geht ihr denn hin, meine Hübschen? Na gut, dann schauen wir mal ein bisschen meine Tomaten an. Ja, die wachsen und wachsen. Schämen will sich noch keines. Naja, da sind einige umgeknickt, weil es so windig ist. Ach, da schämen sich wieder zwei. Die Schwarzen wollen noch nicht reif werden. Doch, da wird eine langsam reif. Da wird eine langsam reif, die wird langsam rot. Na, ich bin auf die schon gespannt. In ein, zwei Tagen kann man die schon immern und essen. Bin schon ganz neugierig, wie die schmecken. Das Holz wird auch immer mehr und mehr. Ich spalte fleißig. Ein bisschen was habe ich noch zu spalten. Aber irgendwann einmal muss man sich auch ein bisschen erholen und ausruhen. Morgen geht es weiter mit Holzspalten. Diese Zwiebeln müssen noch trocknen. Und das passiert, wenn man den Blütenansatz nicht wegmacht. Ich nehme es mal an, dass es deswegen ist. Da waren die Blütenansätze klein, die gehen, aber das hier geht gar nicht. Und ich glaube, das geht auch nicht. Naja, so viele Zwiebeln werden es nicht werden. Aber ich freue mich über alles, was überlebt. Sagen wir mal so. Da gibt es auch jede Menge Tomaten. Und die Schlimmen sind am Gartenzaun, Gartentor, die glauben, die kriegen schon wieder was. Die haben doch erst vor einer Stunde was gekriegt von mir. Ja. Viele Tomaten. Ich hoffe, die können auch reif werden. Da habe ich nämlich nichts gemacht, nur gegossen und ein bisschen fixiert. Aber das war es auch schon. Da gibt es noch ein paar Melonen. Und ich sehe, heute Abend muss ich gießen. Denn das passiert, wenn man zwei Tage nicht gießt und die Sonne so stark ist. Ja.
Hört sich ziemlich hohl an. Ob die wirklich reif ist, weiß ich nicht. Wir könnten mal eine probieren, so halb, sicherheitshalber mal probieren nur. Testweise. Meine Anbeere trägt auch ein paar Früchte. Ein paar werden reif. Zum Kosten einmal. Und das Saatgut fürs nächste Jahr. Da will ich sicher auch welche haben. Aber nicht sehr, werde ich ein bisschen anders setzen alles. Ein bisschen mehr. Denn heuer ist von den Andenbeeren, außer die hier, die durch Zufall irgendwie gekommen ist, keine geworden, was ich gesetzt habe. Viele Chilis, viele Jalapenos. Melonen. Da gibt es auch zwei Melonen. Ein paar Melonen gibt es ja noch. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr euch das anschaut. Auf jeden Fall, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch wie immer und ein Abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Ungarn. Danke fürs Zuschauen. Süße. Ja, komm zu Mami. Ja, komm her, meine Hübsche. Ja, komm. Ja, komm her, ich hab da was für dich. Guck mal, ich hab doch was für dich. Na, guck mal. Ja, komm, Agathe. Und wo ist Rosalie? Ja, ich hab doch immer ein kleines Leckerli. Ja, ich hab doch immer ein kleines Leckerli für dich. Ja, ihr seid immer gleich da. Na, da ist noch was Hübsches. Guck mal. Jetzt gehst du wieder. Na, dann geht's ja.